Die Seebrücke Selin ganz in Weiß. Nicht nur auf Rügen ist kurz vor Ostern noch einmal so richtiges Winterwetter aufgezogen. In vielen Teilen Norddeutschlands gab es zum Gründonnerstag Schnee und Glätte, was zu zahlreichen Unfällen führte. Über Rügen wehte ein regelrechter Schneesturm. Mehrere Autofahrer kamen von der Straße ab, ein Mensch wurde verletzt. Auch in anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns sowie in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sorgte das Winterwetter für Verkehrsunfälle. In Hamburg fielen ebenfalls einige Zentimeter Neuschnee. Es kam zu Störungen im Bus- und Bahnverkehr. Norddeutschland wird wohl erst nach Ostern vom Winter erlöst. In der kommenden Woche könnten die Temperaturen laut Prognosen auf bis zu 15 Grad steigen.